Heute wollen wir die Frage beantworten, die ebenfalls auf Instagram gestellt wurde. Und zwar, was ist das Imitieren der Al-Kuffar? Ja, es ist eine bekannte Sache, dass das Imitieren der Al-Kuffar etwas ist, das grundsätzlich zu meiden ist. Und ich habe bei Biqamin von mir, und das ist der häufig angeführte Hadith hier, wer einem Geschlecht, einem Volk ähnelt, der ist von ihnen. Nur wissen die, was den meisten vorenthalten ist, das ist, dass der Tashabbuh, wie einige andere Dinge, mehreren Ahkam unterliegt, also Normen des Fiqh oder der Scharia, Halal, Haram, Wajib, Mustaham und so weiter. All diese finden sich auch beim Tashabbuh wieder. Die zweite Sache, die ebenfalls nicht in dem Ganzen begriffen wird, und das ist das Kriterium für den Tashabbuh, yani, wann zähle ich denn etwas als Tashabbuh, unabhängig davon jetzt, ob das Haram ist oder Makruh oder sogar legitim ist. Wann zähle ich das als Tashabbuh? Es muss ja irgendwelche objektiven Kriterien dafür geben, die sich entweder aus dem Begriff herleiten, aus dem Begriff linguistisch oder von außerhalb extern, aber irgendwelche Kriterien muss es ja geben. Das sind zwei Dinge, die ich hier kurz beantworten werde. Erst einmal der Tashabbuh selbst, yani, was ist der Tashabbuh? Was sind die Kriterien dafür? Oder wann sage ich über ein Handling, über eine Kleidung, über eine Auftretungsform, dass das zum Tashabbuh gehört? Das ergibt sich eigentlich aus dem, also linguistisch einfach aus dem Begriff des. Aber das wird auch erwähnt, ja, nee, das ist jetzt nicht einfach so von mir aus der Nase gezogen. Der Tashabbuh, von dem wir reden, bedeutet, dass man jetzt insbesondere in Fragen des Auftretens beispielsweise, dass man auf eine Art und Weise auftritt, die den, der dich sieht, urteilen lässt, dass du einer bestimmten Volksgruppe zugehörst. Damit man das verständlicher, damit das Ganze ein bisschen verständlicher ist, nehmen wir ihr kennt diese Käppi der Juden, dieses Mützchen, was sie im Kopf tragen. Das ist noch bis heute etwas, was der jüdischen Kultur eigen ist, spezifisch. Das heißt, wenn du irgendwo draußen, nehmen wir mal an, jemand zieht so eine Käppi an und du siehst ihn draußen auf der Straße, was ist dein erster Gedanke? Dein erster Gedanke ist, dass diese Person jüdisch sein muss. Das meint man mit dem Tischabuch. Das heißt, Dinge zu tragen oder zu machen, tragen, machen, spielt es keine Rolle, die für eine bestimmten Menschengruppe spezifisch sind, kennzeichnend sind. Das ist vielleicht ein guter Schlüsselbegriff. Kennzeichnend für eine bestimmte Gruppe. So dass eine Person, die sie sieht in dieser Form, ihn auch einer spezifischen Gruppe zuordnen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann reden wir nicht vom Tashabbuh. Das fällt gar nicht mehr unter die Sachen. Ja, dann eine Kappe zu tragen, eine Hose zu tragen. Das ist vor vielleicht 100 Jahren wäre es möglich zu sagen, das Tragen von diesen Jeanshosen, so wie wir sie heute kennen. Ich weiß gar nicht, ob die da vor 100 Jahren schon existiert haben. Keine Ahnung, ist aber auch nicht so wichtig. Ich glaube, die Jeanshosen sind ein bisschen später gekommen.
Aber es ist ja einfach nur ein Beispiel jetzt. Vielleicht könnte man damals in der islamischen Welt noch sagen, oder für islamische Gesellschaften, das zu tragen ist eine Form des Tashabbuh. Wie gesagt, unabhängig davon, ob das jetzt Makruh oder Haram ist oder was auch immer, dazu kommen wir noch. Aber es wäre Tashabbuh. Das ist aber nicht mehr der Fall, da wenn du heute eine Person mit einer Jeanshose siehst, dann kannst du ihn nirgendwo zuordnen. Das ist nicht mehr kennzeichnend für eine bestimmte Volksgruppe. Das ist nicht kennzeichnend. Das ist einfach universal und wird von allen Religionsangehörigen, von allen Kulturen getragen. Das heißt, es ist nicht mehr kennzeichnend, es fällt nicht mehr unter den Bereich des Tashabbuh. Das ist übrigens etwas, das die immer auch, die Ulama auch erwähnt haben. Ja, damit wir das auch irgendwie mit einem Beispiel zusammenbringen können aus den Kutub der Ahlulilm. Ja, yani, methalan, sie erwähnen das Tragen der Tayalisa. Die Tayalisa sind vielleicht so in etwa das, was man heute in Marokko trägt, diese langen Gewänder mit den spitzen Mützen und so. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Es wird in dem Hadith über den Dajjal erwähnt, dass die Yahud, also das heißt, dass Juden mit Tayalisa den Dajjal folgen werden. Und in einem Hadith von Anas radiallahu anhu, dort erwähnt er, dort wird gesagt, dass er Leute sah in diesen Tayalisa, die aussahen wie die Juden Khaybars, also die Juden, die in Khaybar ansässig waren. Das heißt, es war etwas, das sie kennzeichnete, das Tragen dieser Tayalisa. Nun, Ibn Hajar erwähnt im Fathul Bari, dass er spricht über jemanden, der über das Tragen der Tayalisa sprach und dass dies eine Form, ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Kontext er das erwähnt, ist auch nicht so wichtig. Aber ich glaube, es war, dass die Person, über die Ibn Hajar sprach, also die er zitierte, dass er beanspruchte oder behauptete, dass das Tragen von Tayalisa eine Form des Tashabbuh wäre oder so. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls sagte Ibn Hajar dann etwas ganz Interessantes, das ist hier die Aussage. Er sagte, dass diese Argumentation, dieser Istidlal nur insofern gültig ist, sofern das Tragen der Tayalisa für die Yahud kennzeichnet wäre, was aber heute nicht mehr der Fall ist, sagt er zu seiner Zeit. Was heute aber nicht mehr der Fall ist, denn das Tragen der Tayalisa hat sich verbreitet. Und daher fällt es nicht mehr unter den Tashabbuh, denn es ist nicht mehr kennzeichnend. So in etwa sagt er. Also wer das nachsehen will, kann das natürlich nachsehen. Jetzt zu den Ahkam des Tashabbuh. Was sind die Ahkam des Tashabbuh? Ist es verboten? Immer Haram? Ist es Kufur? Ist es, ja, es gibt verschiedene, ganz verschiedene Ahkam des Tashabbuh, wie ich eingangs gesagt habe. Ja, das kann Haram sein. Das kann Makruh sein, das kann Mubah sein, das heißt ja einfach legitim, gleichgültig. Es kann Makruh sein, habe ich glaube ich eben gesagt. Genau. Formen des Tashabbuh, die haram sind. Wobei auch hier einiges unter den Ahlulilm umstritten ist, muss man auch anmerken. Einiges ist hier umstritten. Sei es nun in den allgemeinen Regeln oder auch in einzelnen Fällen. Yani. Aber grundsätzlich sagen wir, im Madhab der Hanabila ist es so, dass der Tashabbuh in Dingen, die kennzeichnend sind für die Kuffar und religiöser Natur sind, dass das haram ist. Dass dies haram ist, das ist also nicht erlaubt, ist verboten. Sollte es kennzeichnend für sie sein, jedoch kein Bestandteil ihrer Religion, also es ist kein, es ist kein religiöses Ritual, es ist nicht, nicht kennzeichnend für ihre Religion, dann ist es haram. Aber
Bedingung, das eben kennzeichnend für sie ist. Es kann auch Makruh sein. Und da gibt es einige Beispiele, die Fuqaha erwähnen, yani. Wo das auch, yani, worüber es auch keine Unstimmigkeiten gibt. Zum Beispiel, yani, was haben wir da? Der im Hadith von Ibn Umar, der in den Sahihain überliefert wird, da sagte der, Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam oder Takhassur. Ein bedeutet, dass man mit den Armen auf den Schultern, auf den am Becken betet. Die Hände auf dem Becken. Dass man so steht im Gebet. Ja, nicht so in dieser Art, dass man so im Stehen betet. Und das ist Makruh. Weil es die Ahlul Kitab gemacht haben. Oder Methalan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ordnete an, dass man den Schnurrbart kürzt. Das heißt, dass man ihn nicht über die Lippen wachsen lässt, so dass die Lippen nicht mehr zu sehen sind. Also, dass der Schnurrbart sozusagen von der oberen Lippe zur unteren Lippe reicht. Und das ist Makruh. Das ist Makruh. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es damit begründet, dass die Majus das machen. Und das ist bei allen vier Rechtsschulen Makruh. Beim Fasten, den Sahur zu früh einnehmen oder gänzlich unterlassen, kein Sahur zu sich nehmen und den Iftar zu verspäten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass das unterscheidende Kriterium, also der Punkt, in dem sich das Fasten der Muslime und der Ahlul Kitab unterscheidet, ist der einmal yani der Sahur und einmal eben das Hinauszögern des Sahur und das unverspätete, unverzügliche Einnehmen des Iftar am Abend. Es ist also, aber wir wissen, dass es bei allen Rechtsschulen Makruh ist. Es kann auch zum Khilaful Aula gehören. Khilaful Aula kann man sich so vorstellen, es ist etwas, was sich zwischen dem zwischen Makruh und Mubah befindet. Also wenn wir das auflisten wollen, dann haben wir ganz oben Wajib, die Pflichthandlung, dann kommt darunter der Mustahab, dann kommt Mubah und eigentlich zählen wir immer den Makruh danach auf, etwas was verpönt ist, aber jetzt können wir sagen, zwischen Mubah und Makruh gibt es noch mal etwas, das nennt sich Khilaful Aula. Also Khilaful Aula bedeutet einfach, es ist besser zu tun, aber nicht Makruh es zu unterlassen. Das Tun wird also bevorzugt, unterlassen ist aber auch nicht tadelnswert oder verpönt. Dazu gehört zum Beispiel, yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, färbt euch die Haare, denn die Ahlul Kitab tun das nicht. Tayyib. Wenn jemand jetzt weiße Haare bekommen hat und sich die Haare nicht färbt, dann ist es weder haram, noch ist es makruh, aber es ist khilaful aula. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, betet in euren Schuhen, denn die Ahlul Kitab tun das nicht. Wenn jemand nicht in den Schuhen betet, obwohl er Schuhe anhat, ja, und er zieht sie aus, der hat damit nichts getan, das haram ist, noch makruh ist, aber es ist khilaful aula. Mubah, wann kann der Teschabbuh Mubah sein? Das fällt zwar dann nicht mehr wirklich unter den Teschabbuh, aber nennen wir es mal so, weil es mal dazu gehört. Und zwar, wenn man etwas tut, das zwar mal kennzeichnend war für die Nicht-Muslime, es aber nicht mehr ist. Oder es war es nie. Ja, der Prophet, als er berufen wurde, er hat ja nicht seinen Kleidungsstil geändert, oder? Er hat ja die Kleidung weiterhin die Kleidung getragen, die Araber getragen haben. Und das war die Kleidung der Araber, unabhängig davon, ob dieser Araber ein Jude war oder ein Polytheist oder ein Christ war. Das war nichts Kennzeichnendes für die Araber. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das arabische Gewand getragen und er hat die Imama getragen, was man als die Krone des Arabers bezeichnet und so weiter. Und die Sahaba haben
Kleidungen aus dem Persien getragen und aus dem Jemen und so weiter. Das gehört nicht zu denen. Das gehört nicht zum At-Tashabbuh. Das mal dazu ganz kurz und knapp dargestellt. Hada Wallahu A'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, assalamu alaikum.